Servus, liebe Zuschauer beim Regionalen Gaming Verband. Ich bin der Lukas, ich bin zurück mit der weiteren Folge Ravenfield. Diesmal mit der Modell 1903 A4 in der Kaliber 3006. Genau, auch bekannt als M1903 in der Sniper-Variante. Wie gesagt, gleich wie letztes Mal. 120 Bots, also 119 Bots. Ne, 120 müssen sogar, 120 müssen sogar stimmen. Aber diesmal mit Sniper. Okay, auf den Zoom habe ich mich eigentlich gar nicht eingestellt. Ich dachte, dass das ein Schwächer ist. Okay. Das meine ich. Das meine ich. Das hat es gesagt, das ist dieses reine Grinden zurzeit. Schauen, ob ich auf eine weitere komme. Ja, die schaut gut aus. Wie gesagt, das ja genau gesniped. Das ist auf dem Map jetzt sofort gesniped. Das ist. Wenn das eigentlich drüben mit MG wäre natürlich auch krass. Probieren. Da kommt man wieder nicht hoch. Naja, schlecht. Das war jetzt wieder schlecht von mir. Mal schauen, wo komme ich wieder hoch? Komme ich wieder hoch? Klappt mich wieder hoch. Schön. Oh, stimmt. Stimmt. Wie gesagt, der Top ist wieder verbannt. Da gibt es wieder. Auf dem Top gibt es wieder keinen Punkt. Aber schade, Versuch was wert. Wie gesagt, da oben absolut perfekter Punkt zum Snipen. Schon, oh, der ist auch perfekt. Ich sag, da merkt man 40,06. Also die 30,06 Kaliber. Der. Das puncht ein bisschen. So. Ja, das meine ich. Ach komm. Ja, das ist das Problem. Da wird man so hart gesniped. Das ist nicht mehr unbedingt feierlich. Okay. Das hatte wenn ich jetzt Hit-Account. Schön. Ach komm. Gesagt, Problem mit der ist halt die vom Schuss, ne? Wenn man so schöne Ziele hat, sind immer die 5 Schuss mal schnell leer.
kann ich wieder nachladen. Muss ich schauen, ich bin wahrscheinlich eher ein bisschen defensiv. Es ist unglaublich, wie man hier abfarmen kann. Ich muss eigentlich schauen, ob man hinter dieses. Ne? Wieder leer. Genau, wieder Victory. Mal schauen, kann ich. Ja. Schön stehen bleiben, schön stehen bleiben. Jawohl. Jawohl. Schade, verzogen. Schön. Nice. Ich sag dem Zuschauer, das ist. Wie letztes Mal gesagt, das ist eigentlich hier ja, reinstes Tontaubenschießen. Also, das ist. Mehr ist es hier gar nicht. Man sieht es ja. Du kannst hier halt einfach wirklich nur. Kannst hier halt wirklich frei. Ja, da sieht man es wieder. Frei. Frei raus und reinballern. Das ist. Das wäre auch mal sehr interessant als MG. Aber ehrlich sein, hebe ich mit MG eher ein bisschen auf. Ich freue mich einfach auf die Folgen vom MG 34 und 42. Auf die zwei Folgen freue ich mich halt am meisten. Da suche ich mal Platz. Ein Stück weit aufzuheben. Wir haben gleich keine Muni mehr, wir haben jetzt keine Ahnung, manchmal wieder 20 oder 30 plus, vom hier wieder durchgeschossen haben, also ich bin mir zum Beispiel noch nicht sicher, was in der nächsten Folge kommt, aber ich lasse mir auf jeden Fall was einfallen, welche Waffe kommt. Ich weiß nicht, irgendwie wird es jetzt wieder, man schaut, irgendwie wird es eine russische oder eine deutsche. Nächste Folge. Ich denke, wir haben jetzt letzten drei Folgen ja nur amerikanisch gehabt. Mit M1 Garand, M1A1 Thompson und jetzt ein M1903. Und wir haben keine Muni mehr. Genau. Mal schauen, was es dann in der nächsten Folge wird. Schauen kann ich. Was sieht man noch hoch? Ah, sieht man keinen. Na gut, außer die halt im Wasser, aber. Ja, aber. Dass wir voll sind. Jetzt müssten wir, glaube ich, voll sein, Muni. Ja. Lass mal schauen, ob wir hier. Ich hoffe euch, dass es bei euch ein bisschen kälter ist. Ich nehme es ja gerade irgendwo vom 15.08. Und gefühlt hat es draußen wieder die 35 Grad. Das ist. Es ist. Neu WM viel zu warm. Das ist. Ja. Da waren welche, ja. Er will was. Dann hier.
Okay. Und von, ja. Sagt 6-6-6-4, das sagt ja eigentlich alles. Also, das bräuchte ich wirklich kommentieren, das ist, ja. Ich zu viel vorgezogen. Ach, schön. Ja. Genau, wie gesagt, MG. Das ist hier auch ziemlich king. Genau, inzwischen verabschiede ich mich jetzt für die Folge mit dem 84.5. Bis zur nächsten Folge und ciao. Ciao.